Und da sind wir wieder. So, glaube ich, ne? Müsst ihr jetzt laufen. Credits, gut. Kein Textlog, darauf habe ich keinen Bock mehr. So, habt ihr jetzt auch keine Lust, mein Textlog zu lesen? Wir wollen jetzt etwas Spannung haben. Wir wollen... Das ist kaputt gegangen. Das ist kaputt gegangen. Kapau! Not again. Ich hab nicht viel zum Heilen, ne? Was mach ich? Moment, hat das jetzt... Ach so! Das ist natürlich auch sehr gut zu wissen. Der sekundäre Feuermodus hat sich geändert. Ah, vielen Dank dafür. Jetzt hätte ich mich doch fast selbst umgebracht. Jetzt... Wieso weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich... Wie trete ich auf? Mein Gott, das kann doch nicht sein, dass ich sowas jetzt schon vergesse. Ernsthaft? Ah! Oh. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Tut mir leid, das ist mir gerade echt peinlich. Treten. Treten, wo haben wir treten? Zielmodus. Wieso verbleibt er im Zielmodus? Eigentlich müsste grundlegende Steuerung aufstampfen, Leertaste. So, das liegt nicht an mir. Ich habe ja Leertaste gedrückt, ne? Aber irgendwie. Ich hab's kaputt gekriegt, glaube ich. Ich kann nicht mehr aufstampfen. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Ich kann nicht mehr aufstampfen. Das ist natürlich einfach scheiße. So. Ah, nee, das ist echt nervig. Fuck. Wenn ich Pech habe, muss ich das Ganze gleich nochmal neu machen. Dann sieht man diesen Part hier am besten gar nicht. Ich mach neu. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Das letzte Mal gab es ein bisschen viel Texte. Genau, den Textlog haben wir schon gelesen. Das war Rekrutierung. Was zur... Irgendwas ist hier kaputt mit meiner rechten Maustaste. Verdammt. Ah, ich bin auf die Feststelltaste gekommen. Gut. So, dann machen wir den ganzen Kram jetzt nochmal. Ah, da bam bam bam. Wir wissen jetzt ja, was kommt. So.
Aber wahrscheinlich muss ich da gleich ohnehin durch. So. Und bevor jetzt noch irgendwelche Spirenskin kommen. Einfach weiter. Hier haben wir keine Waffen, das heißt, hier sind wir hilflos den Effekten ausgeliefert. Jetzt kommen wir um eine Ecke. Und nichts passiert. Wie langweilig. Der Raum sieht. Ja, das ist doch mal wieder ein schöner. Jetzt besser. Ich genehmige mir eben einen Schluck. Ah, ihr müsst jetzt bestimmt denken, oh mein Gott, wie trinkt der denn? Ja. Entschuldigt. Hä? Der hat sich doch gerade noch bewegt, der hat einen Hopser gemacht. Okay, der lebt aber nicht mehr. Interessant, ich frag mich, ob das ein Fehler war. Wir bräuchten bald mal wieder eine Werkbank. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Ja. Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ja. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind. Ja, vielen Dank. Also, das haben wir schon vorher rausgefunden. Ah. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hoch. Aber extreme Gefahr. Abfallpresse. Schauen wir nach. Verschlossen. Schauen wir nicht nach. Ist wahrscheinlich langweilig und doof. Kontrollraum. Yeah. Übel überrascht wird, wenn man von einer Werkbank sich dann umdreht. Ja? Ich weiß jetzt nicht, welcher Part das ist, aber die Leute, die Dead Space 1 entweder geschrieben haben. Habe ich das geöffnet oder nein? Ja? Danke. Ja, kein Problem, ich bin Ingenieur. Das ist Kollege, wieso bist du nicht früher erschienen? Dann wären die ganze Sache ohne Probleme verlaufen.
nicht so stark erschrocken. So, dann laden wir dich nochmal nach. Und dann geht's mit dem Plasma-Cutter rein. Ab in die Gefahrenzone. Eintritt Schwerelosigkeit. Ach, nö. Wo sollen wir lang? Da sollen wir lang. Gut. Wie springt man nochmal in der Schwere? Uch! Yeah, Super Saiyajin! Hä, was ist? Alt. Okay. Das ist cool. Ich fliege hier erstmal ein bisschen, mich mit der Steuerung einfinden. Oh. Oh, damn it. Kann ich mich seitlich irgendwie drehen? Das wäre irgendwie praktisch. Weil so drehe ich mich ja kopfüber in alle Himmelsrichtungen. Yeah, das hat was. Das ist eine coole Idee. Nur mit dem eigentlichen Steuern muss ich mich nochmal auseinandersetzen. Wo geht's da hin? Ich will immer erst die Wege machen, wo wir nicht hin müssen. Ne? Vielleicht finden wir da noch was. Das sieht sehr interessant aus, wie die Leiche einfach so in der Luft hängt. Und ja, in meiner Stimme liegt so ein bisschen Besorgnis. Bäh. So, du bist verschlossen. Dann gehen wir jetzt wieder den eigentlichen Weg. Wieso konnte Isaac das eigentlich im ersten Teil nicht, ne? Was ist das?